Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meiner Küche. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr für eure Babys einen Brei kochen könnt. Wir machen heute einen Gemüsekartoffelfleischbrei und einen Milchgetreidebrei. Der Mittagsbrei ist der Gemüsekartoffelfleischbrei und wie der Name schon sagt, braucht ihr dafür Gemüse. Für eine Portion braucht ihr in etwa 100 Gramm Gemüse. Heute nehme ich mal Brokkoli. Ihr könnt genauso gut auch Karotten oder Pastinaken, Sellerie oder sonstiges Gemüse hernehmen. Aber Brokkoli finde ich immer ein gutes Beispiel. Karotte, das kennt ja schon jeder. Dazu brauchen wir in etwa die Hälfte Kartoffel, nämlich 50 Gramm, wenn wir eine Portion kochen wollen. Und wir brauchen Fleisch. Ich habe hier Hähnchenfleisch. Ihr könnt aber gerne auch Pute, Lamm, Rindfleisch in Hackfleischvariante, das ist egal wie. Gerne auch Fisch. Da bietet sich natürlich super guten Lachs an, aber auch ein Rotbarsch oder irgendein anderes Fischfilet. Baut ruhig auch den Fisch in euren Brei mit ein. Und dann brauchen wir immer noch ein Rapsöl und ein bisschen Vitamin C, am besten durch einen Spritzer Orangensaft. Für den Abendbrei brauchen wir Milch, nämlich in etwa 200 ml Milch, ganz normale Kuhmilch und dazu in etwa 20 Gramm Grieß und ein Obstpüree. Ich habe jetzt hier einen Apfel, den werden wir einfach klein würfeln und hinterher mit rein pürieren. Und wenn es mal schnell gehen soll, könnt ihr natürlich auch einfach ein Obstgläschen nehmen und den mit unterpürieren. Zum Kochen brauchen wir einen Topf. Und wer hat, kann gerne auch so einen Sieb dazu nehmen. Dann wird das Gemüse oder die Zutaten für den Brei einfach etwas schonender gegart. Das ist kein Muss, es ist einfach schön zu haben. Genau, übliche Dampfgarer gehen ganz genauso. Und dann braucht ihr noch ein hohes Gefäß und natürlich einen Pürierstab zum Pürieren. Zum Gemüseschälen brauchen wir noch einen Schäler und zum Schneiden sinnvollerweise noch ein Messer. Ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Und ihr habt wahrscheinlich schon dieses Heft. Das Beste ist für Babys vom Netzwerk Junge Familie, Gesund ins Leben. Diese Broschüre wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt und dort ist die Rezeptur für alle Breisorten enthalten. Dann legen wir einfach mal los. Als erstes würde ich die Orange auspressen. Das könnt ihr auch mit der Hand machen. Also wir brauchen zum Schluss für eine Portion 1,5 Esslöffel. Das kriegen wir aus so einer halben Orange locker raus. Das stellen wir zur Seite für später. Dann brauchen wir etwas Wasser in unseren Topf. Der ist so ganz leicht bedeckt, der Boden mit dem Wasser. Ich mache jetzt das Sieb rein. Ihr könnt es aber auch einfach in das Wasser mit reingeben, das macht gar nichts. Wir haben den Brokkoli, den habe ich bereits gewaschen. Der kommt in das Sieb. Dann schälen wir die Kartoffel. Das Ganze wird grob gewürfelt. Also es wird hinterher eh püriert, darum ist es nicht so schlimm. Wenn ihr es ein bisschen kleiner macht, dann haut es mit der Garzeit ganz gut hin. Aber das ist nicht so wichtig, wie groß oder klein, dass es genau geschnitten wird. So, die Kartoffel kommt mit rein. Und unser Fleisch. Wenn wir eine Portion kochen, sind das bloß 30 Gramm. Das ist nicht viel. Und es ist wirklich egal, ob das jetzt Hackfleisch ist oder Lammfleisch. Und dann kommt auch schon der Deckel drauf. Und dann schalten wir es ein. Und das Ganze wird in etwa 10 Minuten vor sich hingekocht. Und ganz zum Schluss kommt das Öl noch mit dazu und der Orangensaft. Und dann wird es püriert und fertig ist unser Brei. So, unser Gemüsekartoffelfleischbrei ist zu Ende gegart. Und jetzt trennen wir das Gemüse vom Wasser und kippen einfach das Gemüse, das müsst ihr aufpassen, dass euch nicht verbrennt natürlich, in den Becher. Und jetzt habt ihr noch ein bisschen Kochflüssigkeit in eurem Topf übrig und die gießen wir damit rein. Aber passt auf, dass ihr hier nicht zu viel erwischt, lieber zu wenig als zu viel.
Weil nachgießen kann man immer noch was, aber wenn ihr im Brei zu viel Flüssigkeit habt, dann wird es schwierig mit dem Nachgießen. Und dann wird das Ganze püriert. Dann geben wir unsere 1,5 Esslöffel Fruchtsaft dazu. Und was brauchen wir noch? Und einen Esslöffel Rapsöl. Und dann wird das Ganze einfach nochmal püriert. Und fertig ist unser Gemüsekartoffelfleischbrei aus Brokkoli, Kartoffel und Hähnchenfleisch. Ihr könnt den Brei natürlich gleich verfüttern oder, wo mache ich es denn hin, damit man es sehen kann? Ich habe zur Aufbewahrung im Kühlschrank und vor allem für den Tiefkühler immer gerne solche Boxen verwendet. Da könnt ihr den Brei gut abfüllen, da passt dann später eine Portion rein. Also am Anfang werden die Kinder sicherlich nur in etwa die Hälfte von dem Becher essen, aber später wird der komplette Becher hier eine ganze Portion ergeben. Das kann man super gut eingefrieren und dann einfach rauskippen, um den Becher, also wenn es gefroren ist, um den Becher dann später wieder weiter zu verwenden, dann braucht man nicht so viele davon. Das ist jetzt eins von vielen Beispielen. Ganz am Anfang kann man natürlich Eiswürfelbehälter nehmen oder ähnliches. Wir machen jetzt weiter mit dem Milchgetreidebrei und dazu braucht ihr 200 ml Milch. Die gießen wir einfach in den Topf und dann schalten wir unseren Herd ein und lassen die Milch zum Kochen bringen. Zeitgleich nehmen wir unseren Apfel. Der wird gewürfelt. Das Ganze kommt in einen Topf. Bisschen Wasser dazu. Mal nehmen wir den hier. Einfach ein bisschen vor sich hin köcheln lassen, das wollen wir dann auch pürieren. So, ich sage euch was, es ist lustig, die passende Kameraeinstellung hinzubekommen, aber hier kocht jetzt auf jeden Fall unser Obst. Das ist gleich fertig. Die Milch kocht und wir rühren in die kochende Milch den Grießbrei ein. Lassen es einmal kurz aufkochen, blub, 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 schalten die Herdplatte aus, nehmen das Ganze zur Seite und lassen das Ganze ziehen. In der Zwischenzeit nehmen wir unseren hohen Becher, füllen das gekochte Obst rein. Bisschen Flüssigkeit darf drin sein, passt aber auf, dass das nicht zu viel wird. Wird das Ganze mit dem Pürierstab püriert. Fertig ist das Obstpüree. Das können wir dann in den Grießbrei, wenn er zu Ende gezogen ist, einrühren. Das machen wir gleich zusammen. So, hier haben wir unseren fertigen Grießbrei. Und da könnt ihr jetzt nach Belieben einfach das Obstpüree mit reinrühren und fertig ist der leckere Milchgetreidebrei. Man kann das Ganze natürlich auch mit einer zerdrückten Banane zubereiten oder mit jedem anderen beliebigen Obst. So, unser Brei ist fertig. Wir haben einen wunderbaren Gemüsekartoffelfleischbrei gekocht und für den Abend einen Milchgetreidebrei mit Apfelpüree. Und ich würde sagen, wir und unsere Kinder lassen es uns schmecken. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!